Allerseits möchte ich in diesem Video rasch etwas zu Lösen einer inhomogenen Differentialgleichung linear erster Ordnung sagen. Ich gehe dabei davon aus, dass Sie bereits wissen, wie man eine lineare homogene Gleichung löst mit Separation der Variablen. Ich möchte zuerst etwas zur Strategie sagen. Also, wenn man eine homogene Gleichung hat vom Typ y', immer von x aus gesehen, dann hat man das gleich irgendeine Funktion nach Abhängigkeit von x mal y von x. Man sucht ja y von x, die Funktion, die diese Gleichung erfüllt. Jetzt, die Strategie ist eben, man löst das mit Separation der Variablen. Da gehe ich davon aus, dass Sie das kennen. Und dann hat man eine Lösung dieser Gleichung. Jetzt, was ist eine inhomogene lineare Differentialgleichung erster Ordnung? Da kommt einfach noch so ein Störterm dazu auf der rechten Seite. Noch irgendeine Funktion s von x, die addiert wird. So, das heißt, man muss diese Sache noch berücksichtigen, dass man eben hier so einen Störterm s von x hat. Es stellt sich aber heraus, dass man die Lösung findet, indem man zuerst die zugehörige homogene Gleichung löst. Das heißt, man stellt sich einfach vor, dass hier dieser Störterm nicht da wäre und löst dann oder sucht dann noch eine Lösung, die die Gleichung für den Störterm erfüllt. Das kann dann eine beliebige Lösung sein, man sagt eben eine partikuläre Lösung. Und dann ist die Gesamtlösung, also die Funktion y, die dann diese Gleichung erfüllt, die ist dann kann sich zusammensetzen aus der allgemeinen Lösung der zugehörigen homogenen Gleichung, also eben wenn der Störterm nicht da ist, plus so eine spezielle Lösung, die für den Störterm gilt. Ja, das kann man zum Beispiel folgendermaßen einsehen. Stellen Sie sich vor, Sie hätten zwei verschiedene Lösungen, partikuläre Lösungen für die Gleichung oben. Also man hat zum Beispiel ein y1, ich schreibe jetzt das von x nicht immer hin, das gibt etwas weniger zu schreiben. Man hat ein y1, das diese Gleichung erfüllt, und man hat ein y2, das diese Gleichung erfüllt. Und jetzt kann man zeigen, dass da folgt, dass man eben dann in der Differenz quasi, dass man eine homogene Lösung jeweils kriegt. Also wenn ich mir, ich sage dem jetzt schon y von h, aber wenn ich mir diese Differenz anschaue, Differenz, dann wird eben tatsächlich auch die homogene Lösung für die zugehörige homogene Gleichung herauskommen. Ja, wie sieht die Ableitung aus? Oder wenn ich dieses y h' anschaue, dann heißt das ja, ich muss diese Funktion hier ableiten. Das ist eine Summe, das kann ich separat ableiten. Und wenn ich jetzt da meinen Ansatz einsetze, also dann weiß ich ja y2', oder das kann ich schreiben als gy2 plus s, und das minus y1', das ist einfach gy1 plus s. Und jetzt sieht man bereits, oder, die Terme plus s und minus s von, also plus s und minus s, wegen dem Vorzeichen da, die ergeben 0, und es bleibt also gy2 minus gy1 übrig. Kann ich g ausklammern, und dann kriege ich tatsächlich, wie ich das im Ansatz angenommen habe, dieses yh, und was ich jetzt gesehen habe, ist eben, ich habe die homogene Gleichung erfüllt. Ich habe nämlich y' ist gy. Das bedeutet, eine Differenz von zwei speziellen, man sagt eben partikulären Lösungen für diese Gleichung ergibt tatsächlich die zugehörige, also die Lösung der zugehörigen homogenen Gleichung. Ja, und jetzt natürlich umgekehrt, oder wenn ich jetzt so einen Ansatz mache, also wenn y irgendeine allgemeine homogene Lösung ist plus so eine partikuläre Lösung, dann wird dieses Gleichungssystem tatsächlich erfüllt. Das ist quasi trivial. Also wenn man da ableiten, kann ich wieder sagen, okay, Summe kann ich separat ableiten. Das heißt, ich habe hier wieder bei den Ableitungen separat. Und jetzt, wenn ich eine Lösung für yh habe, dann ist ja y h' gleich gy. Das ist die zugehörige homogene Form, oder hier das Gleiche von dem, und die partikuläre ist gy partikulär plus diese Störterm. Die partikuläre Lösung erfüllt ja die Gleichung mit dem Störterm, oder kann man auch hier wieder ausklammern und dann sehen, dass dann tatsächlich eben diese Nachannahme ist ja yh plus yp, dieser Term, da ist ja y, dass es tatsächlich ein
eine Lösung ist für die Gleichung, zu der wir, für diese Gleichung mit Störtermen, oder zu der wir eine Lösung suchen. Ja, also, das heißt also, wenn wir die zugehörige homogene Lösung und dann noch eine solche partikuläre finden, dann können wir solche Gleichungen mit Störtermen lösen. Ich möchte jetzt mal ein Beispiel demonstrieren, welche Methoden da man anwenden kann. Wir nehmen mal y' von x ist plus, nehmen wir das mal auf die andere Seite, man kann es dann auch gerade in die Form bringen, wie wir es oben haben, plus y von x durch x ist Cosinus von x, oder man könnte auch schreiben wie oben, etwas kürzere Schreibweise, wenn ich das auf die andere Seite nehme, habe ich hier dieses g von x als Vorfaktor, das y plus den Störterm Cosinus von x. Das ist einfach dieser Term hier minus gerechnet, damit er nach rechts kommt. Dann habe ich ihn noch auseinandergezogen und ich habe quasi das 1 durch x mal diese Funktion y. Also wir brauchen jetzt die allgemeine homogene Lösung und eine partikuläre. Jetzt die homogene Lösung, das machen wir mit Separation der Variablen. Das heißt, wir setzen das da. Ich eben gehe davon aus, dass Sie wissen, was da passiert. Deshalb ziehe ich hier das Tempo etwas an, dy, dann kann ich die Variablen separieren. Das gibt mir 1 durch y. dy ist minus 1x mal dx, wenn ich multipliziere mit dx und durch y dividiere. Dann integriere ich auf beiden Seiten. Stammfunktion von 1 durch y ist ln y. Plus c wende ich auf der rechten Seite an. Es reicht, wenn ich das auf einer Seite mache. Stammfunktion von 1 durch x ist, könnte das Minus nach vorne ziehen, vor das Integral, dann haben wir minus ln x dort und eben diese Integrationskonstante c, damit wir auch die allgemeine Lösung für die homogene Gleichung haben. Und jetzt setzen wir das in den Exponenten von e, dann kriege ich hier y auf dieser Seite und hier drüben e hoch minus bedeutet Kehrwert nehmen, das heißt also, ich werde hier quasi 1 durch x kriegen, wenn ich das im Exponenten von e habe, und das plus c im Exponenten von e wird ein Startwert, den man häufig y0 nennt, geben, sodass das also die Lösung der homogenen Gleichung ist. Damit hätten wir, ich nenne das jetzt gerade das y von h, oder das ist die allgemeine Lösung der zugehörigen homogenen Gleichung. Jetzt zur Frage, wie finde ich so eine spezielle, eine partikuläre Lösung, und das kann man zum Beispiel tun mit der Methode der Variation der Konstanten. Ich mag gleich kommentieren die Idee dahinter, währenddem ich das löse. Also, man hat jetzt also so eine homogene Lösung und man möchte jetzt aber eine Lösung finden, die auch für die partikuläre Lösung klappt. Und die Idee ist jetzt, dass man Folgendes macht, nämlich man setzt hier diese Integrationskonstante als Funktion von x an, das ist eben diese Variation, so dass man dann die so einrichten kann, dass man den Störterm hier repräsentiert, also dass als Lösung dann dieser Störterm kommt, herauskommt. Gut, wie sieht das also aus, wenn ich jetzt diese Partik, ich schreibe yp, vielleicht dann nicht konsequent durch, aber die Idee ist jetzt eben also, dass ich setze das als Funktion von x an und setzt dann diesen Ansatz in die Differentialgleichung ein. Das heißt, ich brauche auch die Ableitung von dieser Funktion. Wie sieht die aus? Das heißt, ich muss die erste Funktion ableiten. Die kennen ich leider nicht konkret. Mal die zweite stehen lassen. Plus oder kommt Produktregel zum Zug. Mal die erste stehen lassen. Mal die zweite ableiten. Jetzt 1 durch x ist x hoch minus 1. Warte, ja. Das umschreibe ist x hoch minus 1. Das heißt, die Ableitung hier ist minus x hoch minus 2. Ja, jetzt, wie sieht das eingesetzt in unserer Gleichung aus, die wir lösen möchten? Das ist ja die Gleichung, die wir lösen machen möchten. Vielleicht machen wir so, wir nehmen gerade die Form da, vielleicht etwas handlicher, mache ich da rasch ein Copy-Paste. So, also, wie sieht der Ansatz eingesetzt aus? Ich habe also y' auf der einen Seite, das habe ich ausgerechnet, wie viel das ist. Das ist so viel. Vielleicht schreibe ich jetzt das von x nicht immer hin, das ist ja ohnehin klar und es gibt mir etwas weniger Schreibarbeit. Pardon. Mal minus 1 hoch
mal x hoch minus 2. Da könnte ich auch etwas schlanker schreiben, aber wir lassen es mal vorerst so stehen. Minus 1 durch x mal y. Jetzt der y-Ansatz, das ist y0 mal 1 durch x. Das ist hier, dieser Term da. Plus Störterm Cosinus von x. Und jetzt ist es eben so, dass sich natürlich die quasi homogene Gleichung aufheben wird. Also die wird sich zu 0 wegaddieren, weil die kommt ja in der partikulären Lösung auch vor. Oder? Das, wenn Sie gucken, dann habe ich da hier diesen Ansatz ja drin und der wird sich natürlich mit dem homogenen Teil, der ja homogenen Lösung, die dieser Gleichung führt, wird sich da aufheben. Also das würde hier bedeuten, das da und das da subtrahiert sich weg. Das heißt, man hat dann immer einen Teil von der Form, also diese Ableitung von dieser variierten Konstanten, die übrig bleibt, vielleicht noch mit irgendwelchen Polynomen, g von x-Funktion davor, die wird gleich den Störterm zu setzen sein. Und Sie sehen, wir können jetzt nach y0, nach dieser variierten Konstanten auflösen, indem wir mal alles auf eine Seite bringen, was nicht y0 ist, und danach integrieren. Also wenn ich jetzt integriere auf beiden Seiten, kriege ich diese Funktion y0 von x, die hängt ja von x ab, ich habe das einfach nicht immer wieder hingeschrieben. Und auf dieser Seite hier muss ich das Integral von x cosinus x finden. Das kann man, könnte man jetzt zum Beispiel mit partieller Integration vollziehen. Wir versuchen das hier zu erraten, nämlich wenn ich mir vorstelle, wenn ich Produktregel anwende, kriege ich als Ableitung 1 mal Cosinus von x plus x mal minus Sinus von x. Das heißt, wir versuchen es mal mit einem Ansatz Cosinus x plus x Sinus x als Stammfunktion und checken, was da rauskommt. Wenn ich das ableite, kriege ich minus Sinus von x vom ersten Summanden und nach Produktregel der zweite Summand, das ist 1 mal Sinus x plus x mal und Sinus x abgeleitet gibt ja Cosinus x und man sieht, diese Terme heben sich auf und ich habe tatsächlich meinen Integranten. Gut, das nehmen wir als Stammfunktion demnach, weil das klappt. Eben wie gesagt, man kann das, wenn man es jetzt nicht erahnt oder raten kann, dann macht man das einfach mit partieller Integration, kein Problem. Wir nehmen das als Stammfunktion und hier geben wir noch eine Integrationskonstante, aber wir suchen ja nur eine partikuläre Lösung, das heißt, ich kann diese Integrationskonstante gleich 0 setzen. Wir haben ja oben gesehen, spielt keine Rolle, was ich da für eine spezielle Lösung habe. Ich brauche einfach eine davon. Nehmen wir die gerade mit c gleich 0. Ja, jetzt setzen wir noch dieses y0 in unseren Ansatz ein von oben in den Variierten. Das heißt, ich habe also für y partikulär, habe ich dieses, wenn Sie da oben gucken, dieses y0 von x. Das haben wir jetzt, das ist so viel. Plus, mal 1 durch x. Das kann man machen. Mal 1 durch x. Dieser Term da. Und damit kriege ich also schließlich unter dem Strich für die partikuläre Lösung 1 durch x mal Cosinus von x plus Sinus x. Ja, und damit hat man jetzt eine allgemeine Lösung für diese Gleichung. Man hat nämlich y, schreibe jetzt hier schön hier, y von x ist die Lösung der zugehörigen homogenen Gleichung. Das war y0 mal 1 durch x, wenn ich mich recht erinnere. Hier, ja, das war die zugehörige homogene Gleichung. Und wir haben hier plus diese partikuläre Lösung 1 durch x Cosinus von x plus Sinus x. Und das ist die Lösung, die allgemeine Lösung dieser inhomogenen Gleichung mit dem entsprechenden Störterm, die wir hier gelöst haben. Voilà, vielen Dank fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal.